I'm a Barbie girl. Hot are you? The police are behind you, be fast. Okay, er fährt nicht an uns vorbei, das ist schon mal nicht gut. Antrag ist gemacht. Ist der schon drin? Bist du bereit für ein heftiges Intro? Ja. Wir dürfen nicht so rumschwulen heute, weil die anderen sind dabei. Dann wird das unangenehm, weißt du? Wenn wir so auf Romantik-Pärchen-Märchen hier das Video beginnen. Kommen die Cops? Wo sind die Cops? Oh, oder? Shit. Ich regel das. Hello, how are you doing? We're just taking some pictures, if it's okay. Not really. Kenny called me, so you gotta go. Sorry. We're done anyway, so we go now. Thanks. Have a good one. Hä? Er wurde gerufen? Aber von wem? Also das war schon ziemlich deutsch, wenn er gerufen wurde. Übel, wir standen hier 5 Minuten und direkt werden wir weggescheucht, Alter. Meine Prinzessin, du musst doch nicht das Motorrad schieben. Ich nehme dir das ab. Komm her. Mach dann $50, gell? Menschen lügen, aber lila Scheine lügen nicht. Sitzt alles? Fabi? Ja? Bist du drin? Ja. Ist er schon drin? Sorry. Also wenn der drin ist, dann merkst du es ganz bestimmt. Oh, oh ja. Ansage. Ja, Freunde, wir sind immer noch in Florida. Wir sind immer noch mit den Jungs und mit Charlina. I'm a Barbie girl. In a Barbie world. So hat Barbie damals getanzt. Für Ken wahrscheinlich. Nur damit du nächsten Sommer wieder an mich denkst. Hi. Auf ein weiteres geiles Erlebnis. Was geht denn jetzt ab, Alter? Wir stecken fest. Ich sehe so die ganze Zeit dieses Wasser und ich habe so Bock, mich da einfach reinzulegen. Oder da auf den Strahl raufzusetzen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. I just wanna make you wet. Guck, stell dir mal vor, ich hätte mich jetzt da eben raufgesetzt. Was passiert jetzt hier? So richtig hotte Hü. Ja. Oh mein Gott. CF, Alter, what the fuck? Ich hab's so in seinen Arsch reingefahren, weil ich ihn halten wollte. Ich wollte nicht, dass er runterfällt. Du hast keine Ahnung, Wolle. Das war ja so klar. Und dann habe ich mich so runtergeschmissen, damit er nicht auf dem Boden landet. Und dann lag er auf mir drauf. Hey, geil, Alter. Das sind die Leute von gestern. What's up, man? How you doing? Good. What's up? Gerade ist hier Verstärkung gekommen. Ein paar umgebaute Stuntbikes. Kawasaki Ninja, Honda Grom und noch eine Grom. What's up? I'm David. Nice to meet you. Alle umgebaut mit den Stuntpacks hier. Hinten zum Schleifen. Holy shit. Ich sag euch, Freunde, das ist Amerika. Ihr fahrt einfach rum und dann ganz plötzlich kommen andere Motorradfahrer, joinen und wollen eine Runde ballern. Kein Kennzeichen. WTF, der macht jetzt hier auf dem Gehweg Circle Wheelies. Das müssen sich die Leute bitte denken, wenn er hier die ganze Zeit auf dem Hinterrad auf und ab fährt. Who is this? Yeah? Can I try? You're right, yeah. But I'm beginner. Oh, you're fine. Du wirst nicht auf die Kupplung klarkommen, ich sag's dir. Echt jetzt? Ist die scheiße oder was? Oh, guck mal, da drüben, da ist schon so Security, oder? Oh, jetzt ist die Polizei. Oh, das ist auch noch der Cop, der uns eben weggeschickt hat vom anderen Spot. The police are behind you, be fast. Yeah, okay. Boah, scheiße, Mann. No joke, Leute, genauso musste das passieren. Ich setz mich auf die Grom, fahr einfach 10 Sekunden und die Polizei kommt, macht Blaulicht an und sagt: Verpiss dich! Ich hatte gerade wirklich richtig Schiss, dass ich eingebuchtet werde. Wheelies auf dem Bürgersteig, ohne Kennzeichen. Jetzt geht der einfach so weiter, okay. Ja. Mit seiner kurzen Shorts, Alter. Der hat doch eine Badehose an, der Typ. Jetzt haut er nochmal was raus, ja. Wow! Digga! Der Opa, Alter! Alle gucken, Digga. Bro, you're killing it, man. So sick. What's up, man? Nice bikes. What's up, man? I love the GSXR, man. Especially with the design. Looks sick. Crazy, Alter. Suzuki GSXR, auch mit Stuntframe hier an der Seite. Einfach nur sick. Auf ganz casual angelehnt wird hier jetzt noch ein Rolling Burnout an der Tankstelle rausgehauen. Oh, Junge, wie knapp ist das? Digga, er fährt doch gleich irgendwann. Oh mein Gott! Digga, der hat den ganzen Auspuff zerkratzt. Der ist hier voll gegen die Säule geballert. Guck mal hier, der hat den Lack abgemacht. Digga, er dreht komplett durch. Was ist mit ihm los? Have a good one. You're crazy, man. Appreciate it. Really good, man. Keep it up. See you later, man. Have fun. I got bitches all on my dick and every day. Sucking on my bones, licking on my bones, bitches. And nice, yeah. Sticking in the booty hole. Yeah. Was soll man denn da reinstecken? Kennt ihr das Lied nicht? I'm a bad bitch. Ah. Let me hit that
booty raw. Sind das Cops hinter uns? Ja, das zweite Auto hinter uns. Wenn das wieder der gleiche ist, dann f***t er uns. Lass mal hier rechts anhalten. Wenn er mich fragt, sage ich, dass ich aufs Navi gucken muss. Okay, er fährt nicht an uns vorbei, das ist schon mal nicht gut. Oh, I just have to look at the GPS real quick. We're not from here. Thank you. Salina hat uns einfach den Arsch gerettet. Gib's mir dreckig. Hier, guck mal, Antrag ist gemacht. Was ist mit unserer Homo-Ehe? You are so beautiful to me. Ist der schon drin? Du blinkst noch, Hase. Ich dachte, ich bin ein Hase. Nee, du bist mein Schatz. Oh mein Gott, okay, lass ich durchgehen. Oh mein Gott! Und was bin ich? Du bist mein... Dummes Stück Scheiße. Magst du meine Gurke sein? Ja, magst du meine Gurke sein? Hä, guck mal, der spielt einfach Gitarre da drüben. Das ist doch eine E-Gitarre, die ist doch gar nicht angeschlossen, oder? So was hab ich noch nie erlebt. Jetzt hat er gespannt. Hey! Cha-Cha. A.K.A. The Bubble Butt. Show me what that Bubble Butt can do. Yeah. Ja. Das gibt es nicht, Alter. Diese Napsi sind absolut am Ende. Charlina umzingelt von Männern. Ich weiß, ich war gerade so, warum seid ihr beide gerade so eng? Nicht, dass ich da irgendwas gegen hab oder so, aber... I know what's going on in your head. Charlina. Dann. Du hast jetzt hier dein krasses Gerät rausgepackt. Ja. Wie viel PS haben wir? 8. Wie viel Kubik? 125. Bist du sicher, dass du damit umgehen kannst? Ich weiß nicht. 8 PS ist schon krass. Und mit dem Teil poppst du gleich Wheelies? Ja. Zeig mal, wie hoch. So hoch! Da bist du ja fast 12 o'clock. Aber ich kann es halt noch nicht halten. Kommt jetzt Soundcheck oder später? Das haben wir doch schon gemacht. Ich habe nichts gehört. Das ist ja das Ding. Bist du bereit? Ich bin bereit. Halte die Ohren zu. Wo ist denn der Auspuff da? Ja. Ja, also wenn man genau hinhört, dann... Hört man nichts. David, wollen wir mal swappen? Können wir machen. Mach mal Sachen, mach mal machen. Geiler Scheiße. So, Freunde, kurzer Biketausch. Maurice auf meiner Triumph, ich auf seiner Kawasaki Z900. Man hört auf jeden Fall ein bisschen was. Die Nachbarn lieben dich. Die Nachbarn lieben mich sowas von, Alter. Fabi, du Angeber, hm? Warte, no hand? No hand, niemals. Alter. Dieser Finger! Ist der Finger oben, wird man dich loben. Lass mal alle neben sie fahren und den Finger rauf zeigen. Komm. Ja, okay. 3, 2, 1, los. Und wieder runter. 3, 2, 1, los. Und wieder runter. 3, 2, 1. Und wieder runter. 3, 2, 1, los. Verpiss dich, du... Also Freunde, wir sind jetzt hier auf der Z von Charlina unterwegs. 8 PS, 125 Kubik. Und ich muss sagen, das Ding wheelt sich echt nicht schlecht. Deine Clutch and Throttle Control ist crazy. Die Dame, vielen Dank für das Lob. Mach so, wie du dich wohlfühlst, aber lass auf jeden Fall die Bremse leicht schleifen. Aber mit einem Fuß unten oder nicht? Nee, direkt mit beiden Füßen drauf. Weil wenn du dann fährst auf der Straße, da hast du ja auch beide Füße drauf, weißt du? So, schauen wir mal, was sie hier so fabriziert. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Top. Macht sich schon echt super.